Hallo, einmal willkommen zum bisschen Computer-Zeitgeschichte. Der eine oder andere wird vielleicht schon wissen, was ich hier habe, aber viele von euch werden sowas hier gar nicht kennen. Ihr kennt alle Drucker. Das hier ist ein Drucker. Man sieht es auch schon auf dem Benutzerhandbuch da hinten. Es ist ein Drucker. Alle kennen Drucker, Tintenstrahl, Laser, aber ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch nicht so einen Drucker hier. Das ist nämlich noch, wie man sieht, Standard-PC-Farbe hier, dieses Creme-Weiß oder was, das ist vielleicht auch schon ein bisschen vergilbt. Und ihr schließt eure Drucker per USB an oder LAN-Kabel oder WLAN und Bluetooth und hast nicht gesehen. Nur diesen Drucker, der hat kein USB, der hat auch kein LAN, der hat kein WLAN, der hat kein Bluetooth, davon hat er alles gar nichts. Da braucht man einen Stecker für. Der war damals sehr verbreitet. Und zwar den Centronics-Stecker. Ich zeige euch den mal. Der sieht so aus. So, ja. Wie kriegt man den jetzt am PC an? An den neueren PCs kriegt man die nicht ran. Außer man hat einen Adapter. Denn auf der anderen Seite ist ein 25-Pol Dings, Pin-Kabel oder wie nennt sich das? Stecker 25 Pol oder irgendwie oder sowas. 25 Pol Pfostenstecker, glaube ich. Auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber ein 25-poliger Stecker nennt sich LPT1 oder Printerport oder Parallelport. 25 Pol auf, glaube 34 Pol Centronics. Damit schließt man den an. Kriege ich an meinem PC nicht ran. Es gibt Adapter, Paralleladapter, USB auf Parallel. Buchsemäßig, dann kann man den anschließen. Halt aber nichts von diesem, wie gesagt, ich halte nichts von diesem ganzen Adapter-Gedöns mit USB, weil das ist, macht manchmal mehr Probleme, als es funktioniert. Und ich zeige euch mal den Drucker von der anderen Seite, der ist von hinten, der hat diese Buchse dazu, der hat auch noch so ein, was waren das, 2, 4, 6, einen 6-poligen runden DIN-Stecker. Das ist seriell. Also das ist parallel, das ist seriell. Ich hatte jetzt gedacht, wollte ich eigentlich im Zusammenhang mit dem C64 zeigen, weil der eben diesen seriellen Anschluss noch mit hat. Eigentlich ist er nicht mit bei, das ist extra bei dem. Aber beim C64 ist das wohl noch ein bisschen anders. Das ist wohl nicht kompatibel ganz. Das war nicht so beabsichtigt. Guck mal her, guck mal zurück. Hat er hier noch, ich stehe so auf dem Kopf, Dip-Schalter, womit man den noch konfiguriert und dann halt den großen Kaltgeräteanschluss. So, was genau das für ein Drucker ist, werde ich noch nicht verraten. Das ist was ganz Spezielles. Ist ein Matrix-Drucker, kann man das so sagen. Funktion. Wo war denn hier die Tippschalter-Geschichte? Ich muss mal kurz gucken. Für die Tippschalter. Da kann man nämlich noch was machen. Und zwar war Tippschalter mäßig. Mal gucken, dass ich das wieder ein bisschen ausrichte. Gibt es hier. Deswegen braucht man das Benutzerhandbuch dafür. Das ist wichtig. Schalterstellung. Schriftbreite. Normalschrift Pika, Ziffer 0. Ob sie mit einem Strich durch oder halt die normale 0. Ob er den Zeichensatz mit Grafik oder Kursiv. Papierendesensor aktiviert nicht. Druckqualität NLQ oder Draft. Zeichensatz hier, Tabelle unten, kann man noch mehr machen. Seitenlänge, Zuführung, Perforation gültig, ungültig, überspringen automatisch 1 Zoll oder nein. Zahlenvorschub, CR plus LF oder nur CR, Drucker immer aktiv oder inaktiv. Und dann gibt es noch einen Zeichensatz, nicht wie bei heutigen Druckern. USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Italien, Spanien.
Es ist immer wichtig, zu solchen Druckern ein Benutzerhandbuch zu haben oder ein Bedienungshandbuch. Und die Besonderheit bei dem Drucker ist, viele haben ihn sicherlich noch kennengelernt, aber nur vom Geräusch her. Aber kennen ihn so nicht. Hier ist eine Klappe, da gibt es auch verschiedene Klappen zu. Die Einzelblattzuführung habe ich auch irgendwo, wie hier auf dem Bild. Die Einzelblattzuführung, die habe ich irgendwo. Ich weiß nur nicht, wo ich sie habe. Und ich habe auch nicht die eine Klappe für das andere Teil, was ich zeigen möchte. So, das ist die Klappe, die kann man den aufmachen. Dieser Drucker benutzt wie eine Schreibmaschine ein Farbband. Dies ist ein großer. Das ist ein Epson LX800. Das waren eigentlich sehr verbreitete Drucker. Ich mache das Video, weil ich mit dem Drucker was ganz Spezielles drucken will. Ich habe nämlich ein bisschen Probleme. Und zwar Farbband wie eine Schreibmaschine. Und nein, funktioniert nicht wie eine Schreibmaschine, funktioniert anders. Hier kann ich glücklicherweise den Druckkopf einfach mal so rausnehmen. Ich mache den mal ab. Das ist der Druckkopf. Da ist 9 Nadeln. 9 Nadeln sind hier drin. Oh, komm mal her, du blöde Kamera. Da sind keine Nadeln drin, die über kleine Spulen hier drin nach außen gedrückt werden. Die hauen richtig gegen das Papier gegen. Ich habe hier auch noch eine Einstellung, ja, für dickes und dünnes Papier. Na, der haut richtig raus, das sind Nadeln. Wer Tätowierer kennt, die wissen, die Nadel, die punktiert die Haut. So ungefähr funktioniert das hier auch. So, das ist ein Nadeldrucker. Die sind ziemlich laut, also man muss das Flachband wieder anschließen. Glücklicherweise geht das bei dem Drucker schön einfach. Es gibt auch Nadeldrucker, da ist das nicht so einfach. Dann muss das Farbband wieder hier rein. Bisschen schwer. Und der bewegt das Farbband in beide Richtungen. Wenn der sich in beide Richtungen bewegt und dann auch nur ein bisschen. Das Farbband funktioniert auch noch. Ich suche mal gerade noch ein Blatt Papier. Ich gebe den auch mal Strom. Ich kann auch ohne einen PC anzuklemmen, kann ich schon mal etwas machen. Einzelblatt fülle ich schon mal ein. Das machen wir so. Papier wieder rein. Das ist blöd. Wir wollen es ja sehen. Anders. Ich mache ihn erstmal an. Mach das schon mal so. Dann online nehmen. Ausmachen. Ich muss hier wirklich drücken. Ist nicht so einfach mit dem Drucker. Da müsste ich das hinpacken. Und eigentlich solltest du das. So, jetzt hat das Papier eingeführt. Jetzt gucke ich mal, dass ich darauf gesungen kriege. Aber dann mache ich die Kamera ein bisschen runter. So. Guck mal hier. Kann man das erkennen? Wahrscheinlich. Und noch ein bisschen größer. Dann mache ich da einmal aus, drücke die eine Taste mal an.
er jetzt die ganze Zeit so weiter. Und eigentlich sollte auch im Draft-Modus drucken, aber im Moment habe ich das umgestellt. So, für den Drucker gibt es noch Aufsätze. Das zeige ich euch auch. Da kann ich die Klappe hier benutzen. Wie das jetzt bei dem Drucker funktioniert, genau funktioniert, weiß ich nicht. Es gibt einmal ein Teil, das sieht so aus. Das kann man hier wirklich hier umstellen. Noch einmal aufmachen. So. Dann die Klappe so etwa zumachen und dann geht das. Das ist für Endlospapier. Das ist Papier, was eine Perforation am Rand hat, die man abreißen kann. Und dann hängen da lauter Blätter hintereinander und die kann man dann jeweils abreißen. Ich habe jetzt aber kein Endlospapier zur Hand. Ich habe welches, aber ich habe jetzt nichts zur Hand. Und es gibt, wie gesehen, auf dem Benutzerhandbuch die Einzelblattzuführung. Aber es gibt auch den, das nennt sich Feeder, also Fütterer. Da muss ich die Klappe abnehmen. Muss ich wieder hier machen. So, da passt die Klappe aber nicht ran. Da gibt es noch eine andere Klappe. Ich habe das alles irgendwo liegen. Die passt jetzt nicht ran, auch wenn ich das ohne Klappe versuche. Ich könnte sie auch abnehmen, aber ich mache das jetzt erstmal so. Da kann man dann mehrere Blätter reinpacken und wenn ich jetzt nicht auf dieser Seite drucken will, dann muss ich das Blatt Papier so rum reinlegen, weil er das genau so rum reinzieht. Wenn ich auf die gleiche Seite drucken will, muss ich es so rum reinlegen. Das mache ich mal. Wenn ich super Papier verschwende, dann kann man hier Papier hineinführen. Irgendwie war das auch, dass ich das stellen kann. Auf die Breite. Das kann man alles einstellen. Da passen dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Blatt rein. So. Und wenn ich dann ihn einschalte, und sage, ich möchte Papier haben, ziehe ich das automatisch rein. Sollte er gemacht haben, hat er aber nicht im Moment. Klemmt ein bisschen. So. Muss ich jetzt nochmal probieren. Ab und zu klemmt es mal. Der ist schon alt, der ist schon sehr alt. Aber so hat man früher gedruckt. Ja, kein Papier, ich weiß. Nee, das ist schief. Ich muss mal gucken, irgendwie ein bisschen reinigen, das ganze Ding. Jetzt hat er das sich eingeführt, sagen wir mal so. Jetzt nehme ich erstmal das Papier wieder raus. Weil ich möchte doch die andere Seite haben. Leere Seite. Ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich auch die Kamera hier genau vor mir habe. So, machen wir das so. Dann kriegt der jetzt von mir Strom. Eigentlich müsste ich ihn dafür ausschalten. Das tue ich dann auch mal. Das ist der große.
Den stecken wir da hinten mal rein. So. Und das andere Ende stecke ich jetzt in einen PC. Beziehungsweise Laptop, einen älteren. Da habe ich Windows XP drauf. Auch schon installiert. Aber das klappt jetzt so. Ich mache den Drucker an. Ja, ich schmeiße das Papier wieder raus. Aber das ist ja egal. Deswegen sowas schließt man eigentlich an, wenn die PCs aus sind. Und dann initialisiert er den. So. Wieso fängt er jetzt an zu drucken? Hat er ja noch so einen Speicher gehabt. Dann halt auch mal. So, ist nicht so schlimm. Mal rein. So. Jetzt kann ich ihn auf online schalten. Jetzt ist der Druckspeicher auch leer. Und gehe mal auf die Eigenschaften. Druckereinstellung, Hochwerk, Papier und Qualität. Und zwar bietet er mir an 120x144 Dots per Inch, 240x144 Dots per Inch und 120x72. Ich nehme mal die höchste Auflösung, die er kann. Ein Exemplar, Farbmischung. Wir haben automatisch. So, übernehmen. Okay. Und eine Testseite drucken.
Testseite. Das kann man auch noch lesen. So, dann halte ich das mal hier vorne hin. Und also Grafik kann er bedingt. Es gibt auch 24 Nadeldrucker. Also 24 Nadler, die sind dann deutlich feiner, die können besser auflösen. Aber der Text ist wunderbar drauf. Kann man nichts sagen. Aber ihr habt gesehen, es dauert lange. Es ist laut. Aber ein Vorteil ist, wenn man jetzt einen Durchschlag hat. Wenn man zum Beispiel jetzt so ein Blatt Papier, hinten so eine so ein Kohleblatt und noch ein zweites Papier, überträgt sich das, hat man gleich eine Kopie davon. Ist hier jetzt nicht nötig. Aber in Arztpraxen damals, die Krankenscheine, das sind solche, die auf Druck empfindlich sind, und wenn der erste mit so einem Drucker, das erste Blatt, gedruckt wird, überträgt sich das auf das hintere Blatt mit dazu. Das war in Arztpraxen eigentlich so gängig Standard bis jetzt, und jetzt haben die meisten schon Laserdrucker. Aber ich wollte euch noch mal zeigen, also so haben wir früher gedruckt, und der DOS und der Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows ME, teilweise auch noch mit Windows XP. Und dann kamen nachher die ganzen Tintenstrahldrucker, dann wurden die relativ günstig, vom Verbrauchsmaterial mal abgesehen. Und heutzutage halt die Laserdrucker und was es da nicht alles gibt. Aber so, mit sowas habe ich auch noch damals gedruckt. Auch am C64, auch am Amiga. Am Amiga hatte ich aber auch schon mal einen Tintenstrahldrucker dran. Da ist es aber wichtig, dass diese Drucker dieses Epson-Protokoll können. Das hat nur Epson, dass die und der DOS ansprechbar sind, ohne ein Treiber. Das ist ein Protokoll, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Da kann man den Drucker mit ansprechen und auch drucken. Und der DOS natürlich nicht die ganzen Schriftarten, die Windows jetzt zur Verfügung hat, aber das kann ich dann hiermit auswählen. Hier habe ich zum Beispiel, ich kann es mal versuchen zu zeigen, das ist schon ziemlich abgegriffen. Den Drucker habe ich auch schon sehr lange stehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier steht NLQ. NLQ ist, wenn er zweimal drüber fährt, so wie er es eben gemacht hat. Roman und Sans Serif, das sind zwei Schriftarten. Oder in Draft. In Draft heißt, er fährt nur einmal rüber. Ich versuche das gleich nochmal zu zeigen, wie schnell er in Draft ist. Und der Escape P2 müsste das sein. ESC P2 oder ESC Command Kram. Damit kann man so ziemlich jeden Drucker über DOS ansprechen. Und ich versuche das jetzt mal mit Windows. Es müsste möglich sein, dass ich hier auch den Draft-Modus reinkriege, dass er schnell druckt. Ich versuche es mal. So. Datei drucken. Einstellung. Erweitert. Ich hoffe, er macht das. Scharf. Mach mal den Zoom ein bisschen raus. Das habe ich eben gerade mal schnell getippt. Und ich hoffe, die Kamera schafft es. Man kann es erkennen in der Schrift. Ich hoffe, die Kamera schafft das.
dass das eigentlich lauter kleine Punkte sind. Ne, das schafft sie jetzt nicht mehr. Ich hoffe, man kriegt es hin. Kriegt's hin. So, ich glaube, man kann es erkennen, dass das lauter kleine Punkte sind, woraus die Schrift zusammengesetzt ist. Hingegen die Testseite, da geht er zweimal rüber, da ist es nicht mehr so auffällig. Man kann es noch erahnen, aber ist nicht so, auch nicht so schwach von dem Text her. Obwohl, das ist noch gar nicht schwach. Das Farbband ist wirklich noch sehr gut, obwohl das schon über 10 Jahre alt ist. Ich weiß, wie lange ich den Drucker habe. Aber hier ist natürlich die Farbe ein bisschen besser, weil er da zweimal drüber geht. Und Grafik halt gesagt, für Grafiken ist der relativ oder nur bedingt einsetzbar. Für ganz einfache Schwarz-Weiß-Grafiken geht es. Nur, das wollte ich euch mal zeigen, weil ich jetzt noch was ganz Spezielles drucken will. Bin ich froh, dass ich den hier habe, weil Tintenstrahl, da ist ja Versauchance ziemlich doll oder ist auch nicht so ganz so, wie es braucht. Laserdrucker habe ich leider nicht. Der wäre natürlich auch noch gegangen. Den habe ich aber nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich noch einen Nadeldrucker habe. Ich werde euch noch mal einen anderen Nadeldrucker zeigen. Das ist hier jetzt der Epson LX800. Ich habe noch den von Star, den Star LC10. Das war auch ein sehr verbreitetes Modell. Zwischen dem Epson und Star gab es noch den NEC. Das weiß ich noch, dass die auch sehr verbreitet waren und es gab, glaube ich, noch eine Firma, die auch sehr verbreitet waren. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, welche das ist. Aber ich weiß, im heimischen Wohnzimmer war meistens der Epson oder der Star, die eigentlich so ziemlich weit verbreitet waren an Druckern. Das war damals wirklich schon ein Highlight, Nadeldrucker zu haben. 9-Nadler waren so halbwegs Standard, 24-Nadler, die waren ziemlich teuer. Der steht nun natürlich auch schon eine ganze Ewigkeit. Also der ist schon wirklich über 10 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ob ich den mal damals bei eBay gekauft habe oder wo ich den her habe. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch gezeigt, hier war ja das. Der Traktor, wie er sich nennt, ne? Für das Endlospapier. Allerdings weiß ich nicht genau, wie das bei dem hier funktioniert, weil der zieht das Endlospapier vorne hoch. Bei dem Star LC10 schiebt er das von hinten rein. Was jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen Star, also nicht zur Hand. Ich habe welches, das habe ich im Keller. Da habe ich noch zwei Pakete. Ein Paket ist recht leer und das andere Paket, was ich habe, das ist irgendwo 5 bis 10 Kilo schwer. Also, da habe ich schon ganzen Haufen Papier für. Gut, das wollte ich noch mal zeigen. Bisschen Computergeschichte. Es gibt noch Sachen, die auch noch heute nutzbar sind. Ich habe auch noch, um den Rechner hier mit dem Netzwerk zu verbinden, einen Druckerserver. Der ist so groß. Das ist dieser Centronics-Stecker mit ein bisschen Platine, Netzteil und einem LAN-Anschluss dran. Dann könnte ich den auch über LAN ansprechen. Ich glaube, der ist sogar noch bei Windows 7 vertreten und Windows 10 glaube ich auch noch. Da ist nämlich noch ein bisschen die Hürde. Windows 7 hat nicht mehr alle Treiber für diese älteren Drucker. Und Windows 10, ja, sowieso. Muss ich mal gucken. Ich habe da noch so einen, aber ich möchte den ungern hier ständig irgendwo stehen haben. Den stelle ich mir dann wieder weg. Wenn ich den brauche, hole ich ihn mir. Wie gesagt, die Farbbänder kriegt man noch. Zur Not kaufe ich irgendein anderes Billigfarbband. Und mache dieses Farbband auseinander. Das kann ich machen. Die kann ich öffnen. Das ist hier nur zusammengeklipst. Das ist ein Endlosband. Das ist hier eine Reserve. Da ist es in Falten drin. Und kann ein anderes reinfädeln. Die Breiten sind eigentlich alle dieselben. Das ist jetzt auch nicht wirklich feucht. Also ein bisschen
Ich kann es mal versuchen. Na, ein bisschen feucht ist es. Es ist aber nicht so schlimm. Zur Not kann man auch bei den Dingern sich Stempelfarbe, Kissen oder Stempelfarbe besorgen und die versuchen damit wieder zu trinken. Aber nicht zu viel, dann geht das wieder. Das geht auch. Stempelfarbe, die kann man dafür auch nehmen. Oh, Schreibmaschinen damals, die ganz alten hatten auch Farbbänder, meist zweifarbig. Es gab auch Nadeldrucker, die mit Farbbändern arbeiten, aber den Drucker habe ich nicht mehr, da habe ich mir damals den sind nur kaputt. Achso, da habe ich mir damals den Druckplotter draus gebaut, weil der die ganze Kopfmechanik war schon kaputt. Aber gab auch Farbnadeldrucker, aber Farbmischung bei denen sollte man nicht machen, dass man versucht Farben zu mischen, weil das versaut das Farbband. Da kann man dann nur sagen, ich glaube rot, grün, blau, schwarz. Ich glaube, das waren die Farben. Oder rot, gelb, grün, nee, rot. Rot, gelb, blau und schwarz hatten sie. Das waren die drei Farben und durfte man nicht mischen. Also wenn man grün wollte, hat man sich eigentlich das Farbband versaut, wenn man erst gelb und dann rot oder was rübergejagt hat, dann hat man sich in den allermeisten Fällen das Farbband versaut. Also Farbmischung bei den Farbbändern, das war nicht sonderlich schön. Gut. Aber ich hoffe, ihr habt mal einen Eindruck gekriegt, wie das damals in heimischen Wohnzimmern oder kleinen Büros abging. Es ist laut. Die Dinger sind laut. Es ist nichts nach 22 Uhr drucken in solchen Wohnungen, die wirklich hellhörig sind. Es gibt auch noch lautere Drucker. Also davon abgesehen, der ist hier noch relativ leise. Es gibt noch lautere. Aber sie sind laut. Sie sind teilweise dann nervig, wenn man denn 30 Blatt ausdruckt. Das dauert ewig und es ist wirklich laut. Auch wenn ich mit Endlospapier arbeite und da wirklich gibt es für DOS, habe ich noch so ein Programm, da kann man sich so eine Banner machen. So groß wie man möchte. Das dauert lange und ist laut. Ganz ehrlich. Gut, bis hierhin soll es gewesen sein. Vielleicht finde ich ja noch mal ein anderes Stück Computergeschichte, die ich euch zeigen kann. Ne, die meisten kennen die Dinger gar nicht. Die kennen nur Tinte oder Laser. Und da USB und. Einige kennen vielleicht die Dinger noch oder haben davon mal gehört. Es gibt auch noch andere Druckertypen mit Walzen, mit Typenrädern, mit alles Mögliche gibt es da, aber Nadeldrucker waren so ziemlich weit verbreitet damals, so in den 80er, 90ern. Gut, dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!